Iriad Mundus und herzlich willkommen zurück zum Vanillaurlaub und ja, ich habe mich da in eine etwas unmögliche Situation gebracht. Okay, und in dem Moment, wo wir anfangen aufzunehmen, kackt dein TS rum. Sehr interessant. Ich weiß nicht, woran das im Moment liegt. Ich habe das öfter. Gestern hatte ich es auch. Also gestern war meine Internetanbindung, ich musste ja was hochladen zum zweiten Mal, was leider dann wieder YouTube versaut hat, ich es noch ein drittes Mal dann hochladen darf. Ich habe einen Modem-Simulator zu der Zeit gehabt, also mein Upload war schneller, ungefähr das Fünffache als mein Download. Und was bei so einer Leitung... Herzlichen Glückwunsch, Sie haben ein Modem, 56K gewonnen. 32. Puh. 32 bis gerade so mal ab und zu an die 50 gekratzt. Da habe ich auch nur gedacht, na herzlichen Dank, hatte ich auf Facebook dann auch aus Jux und Dollerei geschrieben, ob ich wohl zur Telekom hingehen sollte und denen eine Ziege als Opfer, also eine Ziege bei denen vor der Haustür schlachten als Opfer darbringen. Kaum hatte ich das auf Facebook von mir gelassen, ging die Leitung wieder. Soll das ein Zeichen? Weil du ja noch nicht mal bei denen als Anbieter technisch bist. Nö, nur Telefon. Was DSL-Provider angeht, ja gut, der Anschluss ist bei denen, aber der Provider ist halt ein anderer. Ja, der ja immer noch weiterhin steif und fest behauptet, du könntest bei denen gar nichts bekommen. Ja, wir kriegen gar kein DSL, genau. Schönen Gruß an Tele 2 an dieser Stelle und dann nehme ich auch kein Blatt vom Mund. Ich hasse den, dass er, wenn er nicht ausgeleuchtet ist. Man denkt immer, da ist ein Loch und doch nicht. Ah, da kam gerade der Raucherhusten durch. Da ja die steif und fest behaupten, dass ich gar kein DSL bei dem bekommen kann, obwohl ich weiß nicht, wie viele Jahre ich jetzt bei dem bin. Ja, jedenfalls habe ich nur gedacht, what the fuck, jetzt biete ich der Telekom... Das kann doch nicht euer Ernst sein. Was nur schon wieder? Ja, ich habe mich jetzt aus der einen Schlucht hochgegraben, nur um zu sehen, dass daneben noch eine zweite ist. Auch nicht schlecht. Dazu fällt mir nichts mehr ein. Nee, aber da habe ich auch gedacht, what the fuck, genau in dem Moment, wo ich Telekom ein Opfer darbieten will, auch in Richtung den Ausbau Gott vielleicht besänftigen mit so einem Opfer, geht die Leitung wieder mit halbwegs normaler Geschwindigkeit. Ja, soll das ein Zeichen sein, dass ich zur Telekom Hauptzentrale reisen soll, um dort eine Ziege vor der Tür zu schlachten? Wäre auf jeden Fall mal eine nette Aktion. Damit wäre mein Kanal sehr bekannt und das innerhalb kürzester Zeit. Ich glaube, ich wäre danach in jeden Medien. Ja. Ob das so gut dann ist, ist die andere Frage. Das ist die andere Frage. Boah, was ist gerade los? Ich habe gerade unter 100 Frames. Was ist denn hier kaputt? Keine Ahnung. Bei mir sind sie gerade relativ normal, aber ich bin ja auch im Nether. Ja, wenn ich in der Oberwelt bin, sind sie auch sehr bescheiden. Ich habe mal wieder mein Syndrom. Wayfinder angeschmissen. Haben sie heute schon eine Schlucht gefunden? Ja, ungefähr. Ech. Wie lange bin ich noch? Oh, nur noch 6 Sekunden bin ich Feuerresistenz, da ich im Nether ja nichts mehr traue. Ja, nachdem wir da ja, ja mehrfach länger gebrannt haben, als es eigentlich normal sein ist. Sollte. Ja. Naja, der liebe Server einen doch umbringen möchte. Hui, so. Naja. Aber ging doch schneller als erwartet, sich hier hochzubauen. Das kann ich meinen Zossen wenigstens retten. Zosse, folgt mir! Ich will aber nicht. Was gibt's in der Pferdeschlachterei mit dir? Auf einmal siehst du den Zossen an mir vorbeisprinten und ich renn hinterher und er sitzt ganz brav dann zu Hause bei mir in der Bude. Ja, und du musst halt zurücklaufen. Das wäre es jetzt. So, das Problem ist, ich habe keine Ahnung mehr, wo ich hin muss. Moment. Also mache ich mal F3 wieder an und gucke, ob ich mich irgendwie in die Richtung der Heimkoordinaten... Ja, ist ja einfach nur Richtung 00 irgendwo, grob. Kobbel, ganz Wasser, Igitt. Aber ich glaube, ich kenne mich hier schon wieder aus. Der Sumpf kommt mir bekannt vor. Ja, das sollte er. Stimmt, du müsstest irgendwo in der Nähe vom Sumpf so langsam, aber sicher... Ah! Sein. Jui. Ja. Ich bin beim Sumpf, ja. Du bist beim Sumpf. So was Sumpfiges aber auch. Irgendwie um den Sumpf herumkomme. Ich weiß nicht, wüsstest du jemanden, der uns eine Ziege leihen würde? Leihen? Das kann ich schon mal schwer werden.
gut, dass ich Fire Resistance habe. Und ich brenne und brenne und brenne und brenne. Gucken wir doch mal, wie lange wir brennen. Ach, dieses Mal war es sogar relativ normal. Ah, aber dieses Geruckel auf dem Zossen ist immer noch sehr unsympathisch. Ja, das ist ein bisschen unschön. Man sollte eigentlich meinen, dass sie das etwas konsistenter hinkriegen könnten. Vielleicht liegt es auch einfach nur wieder an unserem Server. Müsste doch hier eigentlich langsam Richtung Heimat sein. Hier sind Berge. Berge sind kein guter Anhaltspunkt irgendwie, da wir doch recht viele Berge haben. Hui, da ist ein Berg, da muss es nach Hause gehen. Nicht unbedingt. Ein bisschen Glück. Oh, also wieder ein Steak naschen. Hier ist noch ein Berg. Aber die Aktion wäre bestimmt saugenial. Eine Ziege, nee, vor der Telekom. Ich fordere Ausbau oder die Ziege muss sterben. Ja, ich bin schon in heimatlichen Gefilden. Hier stehen schon wieder Kisten rum und so ein Zeug, die hier nicht zu suchen haben. Einen schönen Gruß, ein Küsschen an dieser Stelle, der ja gerne mal dabei gewesen wäre wieder, aber den es doch zu aufwendig war, noch zwei weitere Personen neben mir zu fragen. Auch wenn die eine Person heute nicht mit dabei ist. Richtig. Aber ganz ehrlich, Faulheit wird dich belohnt. Aus denselben Gründen, weshalb auch momentan die Blackguards-Folgen ausfallen. Ja. Tweez! Kannst ja Payday 2 machen. Hast du wenigstens das Infini-Werden aufgenommen? Natürlich nicht. Oh. Ich bin einfach, ganz ehrlich, das war gestern Abend mehr oder weniger so ein halbgares Chaos-Aktion. Es war auch, wir mussten einen speziellen Heist sogar machen, damit ich gestern Abend noch genau dann mit 100% noch Infamy werde. Rock. Das ist natürlich auch nicht schlecht. Ja, es war sehr, sehr lustig. Wenn man es so nennen mag, ja. Ja. Es gibt jetzt nur eine Sache, nachdem ich jetzt Infamy geworden bin, die ich mich frage, weil es gibt nämlich ja, Scheiße, da komme ich durch. Gibt es mehrere Infamy-Stufen oder wie oder was? Nee, erstmal das. Es gibt bis zu 5, aber der Skilltree geht bis jetzt nur bis jetzt zum ersten Tier. Und was fragst du dich dann? 3 hat er noch. Okay. Naja, es gibt Schwierigkeitsbelohnungsmasken. Ach ja, die du einmal auf normal kriegen kannst. Die gibt es allerdings auch nochmal als Infamous-Version, da mir jetzt allerdings die letzte, die Deathwish-Maske, noch fehlt. Aua. Nicht in den Baum reiten. frage ich mich jetzt gerade, ob ich die dann überhaupt noch kriege, wenn ich jetzt Infamy bin. Gute Frage. Ah, da ist das. Da ist doch die Kiste von irgendeinem. Die große Truhe. Wo immer noch das Creeperloch vorgesprengt ist. Erstaunlich ist auch, dass wir heute auch wieder alleine sind. Ich hätte ja fast damit gerechnet, dass heute zumindest ein Küsschen da ist und uns im Chat zu spammt. Ja. Hätte auch eigentlich mit so einem Leines? Leines, eine Chipsdose. Sie haben uns alle allein gelassen. Wenn sie wüssten, dass die Zeit langsam abläuft. Ja, die Zeit läuft langsam ab. Lange ist es nie mehr. Die Frage wird mir auch noch sein, ob wir überhaupt unsere Projekte hier fertig kriegen. Irgendwo hat die es mir aufgeschrieben. Ich glaube, bis 17. Aus unserer Sicht jetzt mal hier machen wir nächste Woche noch 2 Timelapse-Aufnahmen. Habe ich beschlossen. Aha. Irk, dämlicher Wald. Gut. Weißt du schon mal Bescheid? Ja, müssen wir nur zeitlich irgendwo hinkriegen. Oh. Ich hoffe, meine Hütte ist nur 3 breit. Hoch. Kann ich da durch, ohne dass ich Schaden nehme? Also ich reite hier im Nether durch meine Gänge durch. Die sind auch nur 3 hoch. Er reitet geschwind durch Nacht und Wind. Es ist der Reggie auf seinem Kind. Auf seinem Fohlen? Warte mal. Dann reite ich erstmal in die gute Stube. Wehe, du lässt hier Äpfel fallen, Keule. Irgendwo hatte ich doch hier Strings. Dass sie das noch nicht eingeführt haben, wundert mich. Man könnte doch das akkurat als Dünger benutzen.
anstatt Bone Meal. Man könnte wunderbar Apple-Witze damit machen. Verleite er mich nicht. Lieber Google-Witze? Lieber was? Google-Witze. Naja. Würde mir jetzt nichts Passendes einfallen. Naja, ich glaube, da, obwohl das eine könnten wir sogar noch hinkriegen. Da hatte ich auch einen Vlog drüber gemacht. Es hat jetzt einer hingekriegt, dass es ein Recht auf Vergessenwerden gibt und Google sich da auch dran halten muss, dass die Links für die Privatpersonen zum Beispiel an unschöne Sachen oder so erinnern, zu löschen haben, wenn besagte Privatperson dies fordert. Da gab es jetzt einen Fall, dass ein Spanier, den sein Haus wurde vor 15 Jahren versteigert, das war natürlich auch in der Zeitung und die Zeitung hat es auch ins Internet gesetzt und der Artikel war, wenn man seinen Namen gegoogelt hat, bis heute ohne Probleme zu finden, obwohl Schulden etc. pp. Alles abgegolten sind und alles man eigentlich nicht mal an sowas denken möchte. Kann ja, sag mal so, sowas kann ja jedem passieren. Ja. Hatte der dann darauf geklagt, dass die Zeitung das macht? Die Zeitung hat natürlich soweit recht bekommen, weil es abgewendet an die Suchmaschinen, weil das war rechtens damals und dementsprechend da Seiten löschen, nö. Das Gericht hat dann, und zwar das Europäische Gerichtshof, hat dann aber seinen Versuch gegen Google vorzugehen. Er hat dann Google wohl freundlich angeschrieben, hat dann, hey, könntet ihr da wenigstens das rausnehmen, dass das nicht mehr gefunden wird? Ich möchte da nicht mehr dran erinnert werden und beziehungsweise, dass das jeder mich damit noch in Verbindung bringt. Google kennst du ja. Kann man, glaube ich, einschätzen, was denn ihre erste Reaktion war. Ne? Nö. Lecco mir eine Popogrande, würde ich mal sagen. Ungefähr. Richtig. Ich bin nicht mal vor Feuer geschützt. Moment. Ja, und dann hat er halt mit Klage gedroht. Das war Google wohl so ziemlich Wumpe. Die haben sich wohl nicht gedacht, dass es ein EU-Gericht fertigbringen würde, dem Recht zu geben. Das EU-Gericht hat aber dem Recht gegeben und hat gesagt, nee, es kann nicht sein, dass Privatpersonen durch sowas auf Suchmaschinen benachteiligt werden, beziehungsweise eben solche unschönen Sachen erinnert werden, etc. pp. Oder darüber gefunden werden können. Da sollte es ein Recht des Vergessenwerden geben und dementsprechend hat die Suchmaschinen ja, sofort dann nach diesem Gerichtsurteil zu löschen. Wenn so jemand sagt, hey, der Link, das ist so und so viele Jahre her, ich will das nicht mehr, ich will da nicht dran erinnert werden, das ist doof, dass man über meinen Namen das findet, ganz direkt und einfach, dann muss Google das jetzt tun. Für Google natürlich eine Riesensauerei, wie kann man nur, das ist doch eine Beschneidung des Internets. Das kommt ja schon fast der Zensur gleich. Gott, haben wir heute geile Transitions. Man merkt schon, wo es dann in der zweiten Folge hingeht. Du, ne? Ja. Ich habe da schon mal so ein bisschen gespoilert, aber das merkt euch mal, das Wort Zensur, das wird die Transition zum nächsten Thema dann werden. Auf jeden Fall. Aber das muss hier rüber erstmal noch ein bisschen aus. Aha. Boah, leck, aber hallo. Ja, jeden Fall nicht. Ja, habe ich ab und zu, keine Ahnung. Nun, weil ich weiß ja nicht, was Google da geritten hat, weil was hat das mit Zensur zu tun? Das Schöne ist aber, dass das Gericht sogar noch eindeutig in seinem Statement gesagt hat, dass geschäftliche Interessen nicht über das persönliche Recht zu setzen sind. Boom, Schlag in die Fresse. Ja. Wie sie es verdient haben. Wie sie es da richtig verdient haben mal. Und dementsprechend sieht sich Google jetzt natürlich auch dazu veranlasst, beziehungsweise hat die Befürchtung, dass jetzt demnächst losgeht, dass so Leute dann schreiben, hey, ich möchte da und da nicht mit in Verbindung gebracht werden. Ich möchte, dass diese Leiche in meinem Keller nicht mehr gefunden werden kann über euch. Was denen natürlich gar nicht schmeckt. Ja, das aber, ist wie gesagt, aber selbstgemachtes Leid. Aber ich muss sagen, wie gesagt, aus meiner Sicht ist das zu Recht, weil Privatpersonen das... Google hat das ja bisher, wollte es damit ja auch noch begründen, beziehungsweise das hat das Gerät auch noch gesagt, es kann auch nicht sein, dass Google diese Daten nutzt, um einen, auch wieder auf die kommerzielle Sicht gesehen, halt einen gläsernen Benutzer zu machen, weil Google nutzt das alles halt, um darüber halt auch Geschäfte zu machen. Großes Profil, sie wissen alles über jeden, juhu, Kohle, Kohle, Kohle. Und zwar nicht die schwarze aus dem Berg, nee, die grüne oder bunte, die man auf der Bank deponiert. Wo es ja jetzt auch noch wieder Bestreben gibt. Ja, scheint es. Da ja, wenn du bei Google irgendetwas suchst, werden ja primär Google-Produkte dir angeboten. Oder Google-Dienste. Richtig.
Und jeder, der was einträgt, was, sagen wir mal, vergleichsweise Dienst anbieten würde, wird bei Google von vornherein schlechter gewertet und wird dann irgendwann ab Seite 25, 30, 80 erst auftauchen. Außer sie haben dafür bezahlt. Und da ist jetzt auch schon wieder das Bestreben von irgendwelchen europäischen Politikern, Schrägstrich Betrieben, ganz genau weiß ich es gerade nicht mehr, ich habe das nur kurz überflogen in der Zeitung, dagegen vorzugehen, dass Google eben das nicht mehr tun darf, weil das nämlich ein Ausnutzen der Monopolstellung von Google ist. Ja, und das wäre jetzt im Endeffekt die perfekte Überleitung auch zum nächsten Thema und dann auch zur nächsten Folge, weil genau darauf ist ein weiterer Punkt, darauf berufen sie sich mit dem, was sie jetzt vorhaben, was ich vorhin erzählt habe. Ja, und da werden wir dann ausnahmsweise mal mit einer kurzen 15-Minuten-Folge. Naja, muss ja auch mal sein, mal ganz ehrlich. Wir können ja, nicht immer 200-Minuten-Folgen machen. Ja, in diesem Sinne, bis zur nächsten Folge. Tschüss. Tschüss.